Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung von Politcast Spezial. In den letzten vier Sendungen haben wir verschiedene Themen zur Zukunft des Kantons Uri diskutiert. Zum Abschluss möchten wir zusammen mit den Parteipräsidenten einen Ausblick wagen, wie sie die Zukunft sehen für ihre Partien. Einer, der seine Jungpolitikzeit schon hinter sich hat, ist Leo Brücker. Er war der Gründer der jungen CVP im Kanton Uri. Wir haben mit ihm ein Gespräch führen. Ja, wir haben anfangs der 80er Jahre die Jungpartei gegründet. Es waren eigentlich verschiedene Gründe, die uns dazu motiviert haben. Einerseits waren damals alle Parteien sind nicht so aufgestellt, dass sie irgendwo eine gewisse Attraktivität hatten für Jugendliche, junge Erwachsene. Und dann waren es zwei Hauptanliegen, die wir politisch hatten. Das eine, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Man hatte damals noch ein Tanzgesetz in Kraft, das am Wochenende das Tanzen verboten war. Wo man kennen, zum Beispiel in den Keller, in dem Jugendkeller, hat man am Sonntag keine Tanzveranstaltung dürfen machen. Man hat in vielen Viertigen und vielen Wochenenden und Viertigen keine Tanzveranstaltungen dürfen machen. Es war auch so, dass man immer ein Wirtepatent gebraucht hat, wenn man so eine Veranstaltung gemacht hat. Das heisst, man musste irgendjemanden holen, der einem das Wirtepatent gegeben hat, aktive Wirte. Und das andere war das Stimmrechtalter. Damals war das Stimmrechtalter noch bei 20. Und wir haben dann das Stimmrechtalter 18 auf kantonaler Ebene immer angestrebt. Die beiden Sachen haben wir dann auch durchgebracht. Und dann ist der Pupf dann halt auch ein bisschen draussen gewesen. Dieses Ziel haben wir erreicht, das wir wollten. Die Jungpartei war eigentlich für mich eine gute Ergänzung zu meinem Engagement in den Jugendverbänden, wo ich in Blauring Jungwacht und dann auch auf nationaler Ebene in diesen Dachverbänden aktiv war. Ist die Jungpartei eine gute Möglichkeit gewesen, auf kantonaler Ebene die Ideen auch konkret in den Tag umzusetzen. Und es hat natürlich geholfen, auch die Beziehungen zu knüpfen zu den Politikern und Politikerinnen im Landrat und im Regierungsrat. Also mein Wunsch an die jungen Leute wäre, sich nicht zu stark an den Erwachsenenpartien auszurichten, sondern dort wirklich frech und auch ein bisschen provokativ mit den Erwachsenen, mit uns Erwachsenen und älteren Politikern umzugehen und rechtzeitig dafür zu schauen, dass die nächste Generation nachkommt. Es braucht eigentlich immer so, ich sage jetzt 4-5 Leute aus dem gleichen Alterskreis, so 1-2 Jahre, ob sie oder Appen, die sich auch privat gut verstehen und die auch neben der Politik miteinander im Ausgang ihre Zeit verbringen und dass es dort auch auf der emotionalen Ebene eigentlich gut klappt. Und wenn so eine Gruppe da ist, dann ist auch garantiert, dass es weiterläuft. Ja, nachdem wir jetzt einen alten Hase von der Urner Politszene kennengelernt haben, kommen wir wieder zu der jungen Urner Politprominenz. Ich freue mich außerordentlich, die vier Parteipräsidenten dürfen zu begrüßen: der Tobias Bühme von der Jung SVP, der Simon Bühme von der Jungfreisinnigen Uri, der Fabian Imhoff von der Jungen CVP Uri und der Nino Arnold von der Juso Uri. Ja, Fabian Imhoff, du bist Präsident von der Jungen CVP und bist damit sozusagen in die Fussstapfen vertreten von Leo Brücker. Im Video hat er gesagt, dass die Partei gegründet wurde, um unter anderem das Tanzverbot zu bekämpfen. Was sind heute Projekte, die speziell euch Jungen beschäftigt und wo ihr etwas damit bewegen wollt? Ja, wir Jungen sind sicher weiterhin stark gegen die zweite Röhre äußern. Wir haben uns schon bei der Abstimmung kantonal gegen die zweite Röhre eingesetzt. Wir werden das jetzt national auch machen. Was bei uns Jungen auch immer ein Thema ist, ist Bildung. Wir wollen da unseren zukünftigen Jugendlichen eine gute Bildung anbieten. Und was jetzt ein Thema wird, ist das Wintersportzentrum Zandermatt und das regionale Sportzentrum Kanton Uri, wo wir jetzt auch dran sind, uns informieren und auch Jugendliche dort in diesem Bereich einsetzen.
Das klingt nach ganz vielen Projekten. Das muss ein riesen Aufwand bedeuten für euch junge Politikerinnen und Politiker. Tut das denn nicht viele abschrecken, einer Jungpartei beizutreten, der riesen Aufwand? Nein, ich würde nicht sagen, dass das der Grund ist. Wir in der jungen CVP sind jetzt ein gutes Team. Wir haben viele aktive Mitglieder, wo wir uns glücklich schätzen können. Wenn wir uns die Arbeit untereinander aufteilen können, wird es auch weniger für jeden Einzelnen. Und schlussendlich, für mich persönlich gesehen, man kommt immer zusammen, man kann miteinander diskutieren, man kann miteinander ein Bierchen trinken. Das soll schlussendlich nicht Arbeit sein, sondern auch ein bisschen Geselligkeit und Freizeit. Du sprichst den geselligen Aspekt an, ich nehme an zu Recht, aber ich will euch noch fragen bezüglich dem Aufwand. Ist das nicht manchmal eine Abschreckung für junge Leute, in eine Partei zu treten? Ja gut, darauf kann man sich ja selber ein bisschen einteilen, was man mit ihm machen möchte. Es kommt natürlich darauf ab, man braucht einen Vorstand, der einigermaßen funktioniert. Und dort ist, wenn man im Vorstand ist, ist der Aufwand sicher etwas Grösseres. Aber auch dort gibt's, kann man es so oder so machen, dass der Aufwand nicht unbedingt die, die es ernsthaft machen und die, die es weniger ernst nehmen. Oder wie habe ich das verstanden? Ja, man kann sich das auch selber ein bisschen, ja, einteilen oder schauen, wie man das genau machen möchte. Und das andere ist, es gibt auch Mitglieder, und die sind auch sehr geschätzt, die einfach an ein Monatstreffen kommen oder an eine Sitzung kommen und dort halt mitdebattieren, mitdenken, mitreden und vielleicht dann sporadisch für irgendein Projekt dann halt helfen, mal kommen, flyern. Und ich finde, man kann sich das relativ gut einteilen. Ja, der Aufwand ist das eine. Das andere, was immer wieder gesagt hat bei den Jungpartien, dass man sich ein bisschen binden muss und dass man nicht mehr so frei in der Meinung ist. Tobias Bühme, wie erlebt ihr das? Gibt es manchmal Leute, die vielleicht sagen, ich würde vielleicht schon zu euch kommen, aber dann bin ich gebunden und das passt mir nicht? Das habe ich persönlich habe ich jetzt das eigentlich noch nie eine grosse Erfahrung gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass für gewisse Leute, die haben es mir vielleicht auch nicht gesagt, dass es sicher auch ein bisschen ist, dass sie auf den einen Themen halt wirklich auf meiner Linie sind, auf den anderen Themen vielleicht eher wie die Jung-CVP und durch das sich eigentlich auch nicht entscheiden und einfach nach Themen halt arbeiten oder sagen, vielleicht mal, ja, dort tue ich den CVP unterstützen, weil dort, ja, ich kenne jetzt eben den Kollegen von mir, steht, ich gehe vielleicht dann helfen bei den Flyer. Und ein anderes Mal, vielleicht schreibe ich einen Leserbrief, also als Privatperson eher so etwas für ein junges SVP anliegen, dass viele eher ein bisschen so arbeiten, das ist schon so. Nino Arnold, wie ist das bei dir? Wie erfährst du das? Gibt es Leute, die sagen, ich will mich nicht binden, darum komme ich nicht in die Partei? Ich kenne jetzt viele aus meinem Kollegenkreis, die eben auf das, was ich jetzt gemacht habe, den Eintritt in die EU, so eigentlich ein bisschen skeptisch reagiert und eben, dass ich jetzt nicht noch so Kastensystem denke, eben das, was die Schweiz angesagt ist, aus der Schweiz angesagt, dass es halt auch ich gerade so muss denken und halt ihr eigenes Denken nicht mehr durchsetzen können. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich wäre es ja schon nicht so. Man ist ja eigentlich jung und frech. Man darf ja noch ein bisschen rebellisch eben gegen die Mutterpartie oder so sein. Und darum ist es eigentlich auch schon recht schade, aber es ist leider oft so, dass es dann wirklich so ist, dass sie das Gefühl haben, sie müssen nur noch so denken, wie die Erwachsenen das machen. Ja, ich möchte jetzt gerne auf den Zukunftsaspekt von euch Jungpartien zu sprechen kommen. Tobias Bühme von der jungen SVP. Ihr seid eine Partei mit sehr vielen Mitgliedern, aber euch wirft man vor, dass ihr nur ein paar wenige Aktive habt. Was sagst du da dazu und wie reagierst du auf so Kritik? Es kommt natürlich je nach Thema darauf ab, oder? Wir haben dort ganz am Anfang zu unserer Gründungsphase haben wir die zweite Gotthardröhre als Thema, als, man könnte fast sagen, als Gründungsthema, wo auch sehr viele Leute mitgezogen haben. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger, auch um unser Gründungsthema herum. Es ist jetzt durch die Nationalpolitik wieder ein bisschen Bewegung reingekommen. Es kommt halt immer aufs Thema drauf ab. Je nachdem, wenn unsere Kernthemen im Moment nicht so präsent sind, ist halt auch unter den Mitgliedern zum Teil die Aktivität nicht so da. Das ist ja genau das, was Leo Brücken im Video vorher gesagt hat. Am Anfang sind alle Feuer und Flamme für das Projekt und dann flaut es ein bisschen ab. Haben Sie nicht befürchtet, dass in 10 Jahren ihr grösste Mühe habt, die Partei noch am Leben zu erhalten? Nein, das denke ich jetzt nicht. Ich denke, es wird bei allen Jungpartien gibt es Hochs und Tiefs. Im Moment ist es allgemein ein bisschen ruhiger. Aber es gibt sicher wieder Themen, wenn irgendwo wieder etwas, eine Idee kommt, wo man wieder die Kräfte bündeln kann, wo auch Junge, aber jetzt der, die jetzt vielleicht 16, 17 sind, sagen, ja mal, dort, das interessiert mich, jetzt fange ich mich an zu engagieren, oder?
Ja, kommen wir zur JUSO. Nino Arnold, du bist ein neues Mitglied bei der JUSO und ihr habt eigentlich recht schwierige Zeiten hinter euch. Eure Partie hat es zwischenzeitlich nicht gegeben und jetzt sind wir wieder in Anlauf am Starten. Was hat dich dazu bewegt, dich politisch zu engagieren für diese Partie jetzt? Also kurz gesagt, aber gegeben, sie sind schon noch einfach, sie sind ein bisschen passiv gewesen. Und mich hat eigentlich dazu bewegt, eigentlich so in der Fasnacht sind wir dann so, bin ich mit dem Fetsch da zumal ins Gespräch gekommen. Und da war noch ein anderer Kollege aber auch noch dabei gewesen. Und dann sind wir haben ihm so, auch so gesagt, aber wir haben das Interesse, ein aktiv werden politisch und Sympathisanten von der JUSO. Dann hat sich das eigentlich immer ein bisschen mehr entwickelt. Und mir ist das eigentlich mehr auch darum gegangen, eben, dass ich die, mich die kann vertreten kann. Und durch das, dass ich das Gefühl habe, dass ich in die JUSO gehe, habe ich die Chance besser, unter anderem meine Meinung zu vertreten und auch gleichzeitig die, die gleich denken wie mir, wie ich. Und für mich ist das einfach wichtig vor allem. Und ich finde es auch schade, eben, dass es die JUSO dort so passiv noch gegeben hat, eine Zeit lang. Und ja, wir sind jetzt eigentlich wieder drauf und dran, alles zu geben, dass sie wieder da ist. Hat das nicht ein bisschen damit zu tun, dass ihr jetzt da nur passiv dabei gewesen seid, dass es im Kanton Uri, in einem bürgerlich dominierten Kanton, halt für eine JUSO vielleicht schwieriger ist, nachhaltig zu bestehen als in einem anderen Kanton? Ich habe das Gefühl, nicht wirklich. Das ist die Denkweise der Jungen, die ist bei vielen Orten etwas ausgeglichener. Sie sind etwas mehr die Andersdenkner als jetzt die Erwachsenen. Ich habe das Gefühl, es wäre schon die Möglichkeit, hier die Leute zu holen, aber für das müssen wir wieder aktiv werden. Es stimmt schon, dass durch die Passivität, die wir hatten, dass es die etwas abgeflacht ist und mir gar nicht mehr gehört. Und auch wir waren eigentlich auch überrascht, dass wir nicht mehr gehört haben. Viele haben es gar nicht mehr mitbekommen, dass es die überhaupt noch gibt, die JUSO-Uri. Und darum eben sind wir jetzt dran, das wieder zu machen. Und nur mal der Punkt, dass wir im Kanton Uri, ja, bei jeder Abstimmung sieht man das, da ist eigentlich die Linke meistens auf der Verliererseite. Hast du das Gefühl, der Pool der Leute, die ihr rekrutieren könnt, ist genug gross, auch in 10, 20 Jahren? Ich habe das Gefühl, je länger sie mehr wird, immer grösser. Also meiner Meinung nach. Im Moment wird es schon vielleicht noch sein, dass er eher der Rechter die rechte Seite geht, habe ich das Gefühl. Aber mit der Zeit wird sich von meiner Sicht hoffentlich auch ein Wunsch denken, sage ich mal, dass sie mehr wieder auf unsere Seite ziehen. Darum, ja, es ist schon nicht gerade einfach für uns jetzt wieder viele Mitglieder zu finden. Aber eben das Ziel ist zuerst mal überhaupt wieder Mitglieder zu bekommen. Und das wird schon eine Schwierigkeit sein. Ja, kommen wir zu den Jungfreisinnigen. Simon Baumert, FDP wird oft als Partei für Reiche wahrgenommen, als Partei für die Elite und auch eher als Partei für die älteren Semester eher. Liege ich richtig in der Vermutung, dass ihr wegen diesem Image stark kämpfen müsst, neue Mitglieder zu bekommen? Nein, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, ich würde in dem Fall überhaupt nicht in die Partei passen. Vielleicht passe ich auch nicht zu dir. Aber es ist, vielleicht muss man es auch ein bisschen unterteilen. Also ich bin wieder Mitglied von der Jungfreisinnigen und auch von der FDP. Aber ist bei den Jungfreisinnigen vielleicht schon etwas anderes, wenn man Mitglied ist bei der FDP. Ich habe bei der FDP ab und zu auch den Eindruck, dass die Versammlungen eher etwas starr sind, aber etwas starr und steif und so. Und dann warst du bei der SP, das war etwas anders, das hat mir sehr gefallen. So vom Eindruck her. Also nicht, was sie geredet haben. Das aber so von der Atmosphäre her war es super. Und das ist bei der FDP schon etwas steif. Aber es geht ja um die Jungfreisinnigen und die Jungfreisinnigen sind eine andere Partie. Wir entscheiden unabhängig. Und ich glaube, es ist kein Ausschlag gegeben, dass man noch nie nach einem Kontoauszug gefragt hat. Das wäre ich wahrscheinlich auch nicht dort. Und, ja, es ist auch die Atmosphäre bei den Jungfreisinnigen anders. Aber wäre es denn nicht gerade die Aufgabe als Jungpartei, ein bisschen der frische Touch in die Mutterpartei hineinzutransportieren? Dass auch vielleicht die arrivierten FDP-Leute vielleicht ein bisschen anders daherkommen? Weil vielleicht würde das auch bei den nationalen Wahlen ein bisschen helfen. Ja, sicher. Ja. Also die Jungfreisinnigen sehen sich auch ein bisschen als so liberale Speerspitze von dieser Bewegung. Wie haben wir das zu verstehen? Liberale Speerspitze? Ja, man hat bei der FDP ist ab und zu ein Problem, wenn es um Liberalismus geht. Gibt es so Teilsachen, wo man sich fragt, wie das mit Liberalismus zu verbinden ist? Und die FDP ist liberaler, ist dynamischer, ist jünger, also die Jungfreisinnigen als vielleicht die FDP. Und ich glaube, das wird irgendwann wird das auch ändern. Ich meine, die FDP ist die älteste Partei von der Schweiz, ist die Partei, die die Schweiz gegründet hat, das Erfolgsmodell gemacht hat, wo wir drin leben. Und das wird nicht auf heute auf morgen das eine komplett andere Partei sein. Und das finde ich auch richtig, dass es nicht auf heute auf morgen eine andere Partei ist. Und nur so national ist momentan ein Gipser-Präsident von der FDP, also vom elitären
Das ist vielleicht auch etwas Andichtet, etwas Angeschriebenes, das wenig mit der Realität zu tun hat. Ja, kommen wir noch zur jungen CVP. Fabian Imhof, wie erlebt ihr die Rekrutierung von neuen Mitgliedern? Ist es nicht so, dass der christlich-religiöse Touch, der eure Partei hat, viele davon abhalten, eurer Partei beizutreten? Also wenn es wirklich nur um das ging, wäre ich auch nicht in dieser Partei, weil ich muss ehrlich sein, ich bin nicht ein Kirchengänger. Ich gehe wirklich nicht viel zu Kirche, bin auch nicht ein gross gesehener Gast in der Kirche. Ich sage, die C, das ist halt immer vielleicht, für den einen, da haben sie aber nur den ersten Moment das Gefühl, das sind halt die Christlichen, die immer zu Kirche gehen. Ich sage, das ist, ich habe gar kein Problem mit dem und es hat gar nicht mehr mit dem zu tun, ist meine Meinung. Was die C sicher ein bisschen Verbindung bringt mit der Kirche ist, das Christentum ist eigentlich Geselligkeit, Gemeinschaftlichkeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bei uns ist einfach alles sehr gesellig, Gemeinschaft. Und ich liebe es einfach, wenn man ein bisschen untereinander kann hocken kann, untereinander kann sein und schnurren. Gut, aber gesellig sind wahrscheinlich bei den anderen auch, oder? Genau, aber einfach in Verbindung mit dem C halt gebracht. Das heisst, ihr werdet jetzt nicht das C abschaffen, wenn jetzt die Möglichkeit plötzlich bestehen? Nein, ich würde das C jetzt nicht abschaffen. Ich möchte noch einen anderen Punkt in die Diskussion hineinbringen. Vielleicht haben es Zuschauerinnen und Zuschauer gemerkt, mit Ausnahme von meiner reizenden Co-Kommentatorin, haben wir eigentlich nur Männer hier in der Runde. Wir haben eigentlich ein ernsthaftes Frauenproblem in der Urner Jungpolitik-Szene. Wie lösen wir das? Simon? Am Ende von der Jungfrisierung eigentlich nicht so ein riesen Frauenproblem. Es sind heute nur Nicole da gewesen, aber wir haben schon Stufen Frauen mit. Ich glaube, es ist fast 50-50 bei der Jungfrisierigen Uri. Sind halt, vielleicht ist es ein kleines Problem, dass sich nicht gerade alle das führen tun und führen stehen. Vielleicht ist das etwas für etwas Männliches als etwas Weibliches, ich weiß es nicht. Aber ich habe ab und zu den Eindruck, dass vielleicht gewisse weniger Zeit haben führen, also weniger den Mumm haben führen zu stehen. Und das ist halt auch etwas, was viele Leute in einer Partie abhalten zu gehen, weil man halt irgendwie sich muss für etwas bekennen, weil man führen steht für etwas. Und das ist halt auch schwierig gewesen, oder? Tobias Böhme, vielleicht sieht die Situation wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer aus, wenn ich das so denke. Also, schlimmer, es ist Formulierungssache, oder? Es ist so, bei uns ist wirklich ein grosser Männeranteil. Ich denke, es ist auch Interessenssache, oder? Ich weiss, ehrlich gesagt, ich habe kein Rezept, wie man es ändern könnte, was passieren müsste. Es ist halt wirklich, wie man jetzt auch vorhin im Interview gehört, oder? Es müssen auch ein paar von der gleichen Altersgruppe sein. Ich denke, wenn jetzt auch ein paar Kolleginnen würden sagen, komm, wir gehen dort. Das hat vielleicht wie eine Sogwirkung, oder? Aber es ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, das musst du machen, damit du den Frauenanteil, ob sie bringst. Nino Arnold? Ich muss auch sagen, eigentlich so, eben die Leute, die ich jetzt von der SP so kennengelernt habe, sind eigentlich jetzt recht im Reis ausgleichen, Mann, Frau. Also finde ich das Problem bei uns jetzt auch nicht so. Das Gefühl, es ist nicht so gross. Aber eben, wenn ich dann so mit zum Beispiel zu den Kollegen so rede, über Themen, höre ich selten von einer Frau irgendwie so ein politisches Thema, wo sie die, also ich will nicht sagen, dass sie nicht interessiert sind in Politik, aber eben, wie vorhin schon gesagt worden ist, dass sie vielleicht einfach nicht füreinander stehen für etwas, was sie vertreten wollen, dass sie einfach die Chance nicht ergreifen, sich ihre Meinung zu erteilen, weil sie jetzt gleich noch das Gefühl haben, dass mehr Männer sie unterdrücken. Oder? Also, weiß ich. Und das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck, dass es jetzt eben Männerpolitik daraus wird. Fabian, wie ist es bei der jungen CVP? Also, wir haben eigentlich auch gar nicht das Problem. Wir haben Céline Huber, die auch im Landrat ist für die jungen CVP. Das ist natürlich ein super Beispiel, aber genau. In der Masse sieht es ja schlechter aus, oder? Nein, ich würde jetzt nicht sagen. Wir haben also von den aktiven Mitgliedern gesagt, fast die Hälfte an, sind Frauen. Die Vizepräsidentin von der jungen CVP, Bettina Rieder, ist auch eine Frau. Also sogar im Vorstand haben wir Frauen vertreten. Und das ist natürlich auch wieder in der Team, wie wir am Anfang so ein Thema hatten, das Leo Brücker angesprochen hat. Es braucht eine Gruppe, 4-5 Personen, 4-5 Jugendliche, die sich zusammen dann dazu kommen. Und das kann ja gut sein, dass es halt irgendwann einmal heisst, jetzt kommt eine Gruppe Frauen, die sich interessiert der Politik. Und das kann man nicht so direkt steuern. Ja, wir sehen, wenn man in 10 Jahren so eine Sendung wieder macht, vielleicht die eine oder die andere Frau hier am Sofa sitzt. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass die Parteien nach wie vor zuversichtlich sind, dass auch in Zukunft weiter werden existieren.
Und wir sind gespannt, was für Projekte wir von euch erwarten, ob es vielleicht der eine oder der andere in Landrat schafft. Ja, wir sind gespannt. Ja, und wir von Politcast Uri werden das natürlich mit Interesse verfolgen. Das war es von unserer Sendereihe von Politcast Spezial und der Zukunft des Kantons Uri. Wir haben spannende Diskussionen gehört und ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass, was für motivierte und engagierte Leute wir im Kanton Uri haben. Und ich denke, wir dürfen positiv in die Zukunft schauen. Ich danke euch allen recht herzlich fürs Zuschauen. Wir von Politcast Uri gehen jetzt in die Sommerpause und hoffen, euch im Herbst wieder zu begrüßen dürfen.